Warum eigentlich Serbien und Montenegro? Weil die damals noch zusammen waren. Und damit hallo und herzlich willkommen schon wieder, Big Fancy und Hanger. Die haben wir heute schon 80 Mal gehabt. Was waren das für Leute? Weiß ich nicht. Ich möchte jetzt theatralisch meine Arme in den Himmel strecken, wie die da alle. Mach doch. Hab Mein ich. Skin ist nicht mehr da. Ja. Nicht genug Geld bezahlt an die Blizzard-Götter. Ja, wahrscheinlich hat dein Abo ausgelaufen. Hast du gesehen, es gibt für Hearts of Iron und für Crusader Kings, glaube ich, jetzt auch dieses Abo-Modell, das auch. Das ist ja toll. Ich habe mir irgendwann mal alle Hearts of Iron Sachen gekauft, weil du so, wie gesagt hast, ich muss das machen, seitdem habe ich das Spiel nicht mal installiert. Ich habe dir schon viel gesagt, was du machen musst. Ich kann mich da nur zu den Also ich werde mir Kommandos deshalb jetzt auch nicht gucken. Mario Football für 50 € plus 25 € Online-Gedöns kaufen. Ich kann mich da noch an so Command & Conquer-Ding Wobei erinnern. wir können mal auf höchst legale Art und Weise die GameCube-Version zusammenspielen. Die war richtig geil, die habe ich hier. Ich mochte die Wii-Version tatsächlich mehr. Da hast du Nee, ich ja die fand. Bälle da beim Superschuss Ja, aber bei mit dem den. anderen konntest du ein Turnier machen. Das Turnier war so geil. Wie viele Nachmittage ich hier mit Freunden diese Turniere gespielt habe. Können wir gerne, da wäre ich dabei. Können wir gerne machen. Aber es gibt halt in diesem neuen Mario, glaube ich, so eine Art, ja, so eine Art Pro-Club-Modus, könnte man meinen. In dem Nintendo-Spiel. Ja! Tatsächlich! Ich war Ja, auch aber vor total allem brauchst du ein geflasht. Online. Für Online musst du Geld bezahlen. Ich bin doch bescheuert. Ja, das ist aber leider überall so mittlerweile. Nicht auf dem PC. Nee, Dago, ich sag dir, wir reden uns in 10 Jahren nochmal. Ich habe das Gefühl, das kommt auch für den PC. Ja, dann spiele ich immer noch StarCraft 2, bin immer noch genauso scheiße. Alles gut. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der PC da jetzt einfach sagt, aus Freude am Spaß, beziehungsweise aus Spaß an der Freude sagt, wir machen das nicht. Wenn alle Konsolen und alle Hersteller dieser Welt schon dieses Ja, aber Abo-Zwang haben, da kann der Hersteller ja sagen, was du machen willst. So müsste es ja Steam sagen. Und selbst dann kannst du noch auf andere Sachen umsteigen. ich bin immer gespannt. Im Oktober soll angeblich mein Steam Deck kommen. Kann man kein EU4 offiziell drauf spielen? Ja, das wäre doch was für dich. Nee, weil man kein EU4 spielen kann. Damit fliegst du Nicht? raus. Das ist das einzige Steam-Spiel, was ich spiele. Achso, der ist dann bedauerlich natürlich, das stimmt. Was tanzen die da eigentlich so weird? Weil die das toll finden. Warum? Weiß ich Ach, nicht. Mann. Gehört so. Circus Wodka. Lutkus. Was gibst du Wo ist dem? eigentlich. Nee, das mag ich nicht. Ich meine, die Dance Moves waren schon Props für die Dancer, aber sonst nicht. Luxemburg! Oh, jetzt sind wir aber ganz früh hier. Mit der Postkarte. Von 71. Pom pom padom pom pom kommt jetzt. Adam pom pom, Adam Nee, pom pom pom. pom padom pom pom. Apfel, 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 Apfel. Was ist Apfel auf Pommes, Luxemburgisch? Apfel, ja. Deshalb sind Pommes Erdäpfel. Wow. Ja, ist so. Ja, ich hoffe ja nicht, aber wow. Einfach Pom wow. pom pom. Pierre Gouron du Berg-Giraud. Das sind aber schöne Ist französische das nicht Namen. eine Radstrecke? Berg-Giraud? Keine Ahnung, Radsport habe ich noch nie geguckt. Könnte auch ein Weihnachtslied sein. Was mache ich denn jetzt? Was sind denn Gegnerz? Das ist Nein, das wieder ist das Willy andere Pom Wonka! Pom Pom. Das ist das andere Pom Pom Lied. Es gibt zwei mit Pom Pom. Das ist das schlechtere der Bam, beiden. bam, bam. Bam. Oh. Locker fertig. Pom Pom Pom. Tappi Das könnte wiederum ein Lied sein, wie gesagt, das hört sich an wie. Ich habe ja vor kurzem Charlie und die Schokoladenfabrik nochmal gesehen. Ja. Und da als Willy Wonka am Anfang vorgestellt wird, hat ja auch so was ähnliches wie das Bom-Bom da. Bom, bom, bom. Tappi-Tappi. Also ich weiß nicht, aber irgendwie gefällt mir das. Das gefällt dir? Das hat, wie nennt man das? Dieses Key Change. Ja, hat das auch. Okay, jetzt nimmt aber, finde ich, das Bonbon ein bisschen Backseat ein hier in Ja, dem. du hast aber gerade über das Pompom drüber gesprochen. Wer ist denn Sir Pom? Der Erfinder von den Pommen. Wie heißen die?
Nicht, ich weiß nicht, du duschelst gerade in deinen Bart und ich verstehe nichts, was du sagst. Ja, der Dick flasht mich. Das ist so bom, bom, bom. Schimmappe, bom, bom, bom. Also wenn du das jetzt auch noch weiter votest, ne? Nochmal ein Keychange. Doppelter Keychange. Wenn du das jetzt weiter votest. Hallo, kannst du mal hier... Es gibt ja viele verschiedene Musik. Es gibt ja viele verschiedene Musikgeschmäcker. Da bin ich mal kurz in der Rede. Ja, 92% aller Lieder sind über dem für mich. Ja, ich, aber das ist doch das Pom-Pom-Lied. Ja, aber das schlechtere der beiden Pom-Pom-Lieder. Es gibt also noch ein gutes Pom-Pom-Lied. Dann heißt ja im Umkehrschluss, es kommt noch so eine Pom-Pom-Frau. Pom, Pom, Pom. Ja, schieße eine Bom, 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 Bom. Wollen wir gleich mal angreifen? Wo kommt er? Nix. Wollen wir gleich mal angreifen? Neides! Neides! Irgendwo rechts. Da unten. Ja, da zum Beispiel. Ja gut, was war das denn? Hat's, ja, die landen automatisch, wenn die Fokus haben. Muss ja eigentlich nur weglaufen. Lass mal gegenpushen. Ich weiß nicht, ob ich das heute schon ein paar Mal erwähnt habe, aber ich wollte jetzt eigentlich mal gegenpushen. So, was sagst du zu Pom 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 Pom? Nee. Es hat Warm-Qualität, aber mehr auch nicht. Noch ein Neides. Neides! Bin gleich da, ich brauch ein bisschen länger wie du. Ja, ich guck grad nach dem Neides. Ich hab die Dingens wieder zum Landen gebracht. Und währenddessen angreifen. Spieler. Das ist schon wieder eins dieser italienischen Lieder, die ich nicht mag. Aus ja, diese italienischen Schnulzkowski. Void Race. Kannst du bitte mal mit angreifen? Jetzt sind aber viele Void Race. Jetzt sind zu viele Void Race. Da kann ich nicht mit forcen. Ja, dann muss Einheiten dagegen bauen. Ich kann nicht ihr bauen. Ey, drei, Bambina! Ich bin neben dem Gas. Wo ist eigentlich? Ich hab doch einen Warp Prism gebaut irgendwo. Da! Ich hab's gefunden! Komm sie nach vorne. Corset get Grella. Das ist italienisch. Nein! Wo denn eigentlich? Ah, direkt hier oben wahrscheinlich drin. Aha. Also eigentlich musst du übrigens mit deinen Einheiten irgendwas machen oder du musst mal hier hinten sein, aber... Hast du den Neides da abgelehnt? Ja, aber ich muss mal irgendwas haben, was dieser Overlord... Zerstör doch bitte diesen Overlord und ich rede dreimal im Kreis! Tot. So, jetzt musst du den hier auch zerstören. Drei, ich trockne. Hast du Gas über? Ja. Nimm das bitte. Mal das Half of the Gas. Hast du den jetzt zerstört? Nee, der ist da oben. Ja, dann schick da doch irgendwas hin, was Luft hat. Du hast doch Sentries. Oh, warte. Jetzt ist er tot. Ja, weil ich lange schon reagiert habe. Bis das in deinem Gehirn angekommen ist, hat ewig gedauert. So, was sagst du zu diesem beschissenen Lied? Nee. Weiß ich, brech dir da jetzt wieder einen Zacken aus der Krone, aber das gefällt mir nicht. Noch ein Lied, was ich gut finde, das magst du dann bestimmt wieder nicht. Ja, und dein Neuwert mit Dings kommt, glaube ich, doch nicht. Da habe ich mich vertan. Kein Neuwert, Silmet, wo ist der Zahn? Jetzt bin ich traurig. Jetzt will ich gar nicht mehr gewinnen.
Ja, das Lied spiegelt meine Stimmung wieder. Da lässt du mich erst hier hoffen auf Naulowatze mit Muistetan. Bis zu Lied einer zweiten. Alter! Ich glaube, wir haben verloren. Ja, du musst halt was gegen bauen, habe ich dir gesagt. Aber er hat halt Carrier, das ist das Schlimme. Die Voltwiss waren nicht mal das Problem. Ja, komm. Du hast nichts, oder? Ja, ich bin quasi 188, aber... Ja, dann push. Nicht dahin, push. Vorne? Push, Stefan? Ja, natürlich vorne. Nicht so weit am Cliff stehen, weil er hat doch Einheiten, die in die Luft schießen. Oder von der Luft angreifen. So, jetzt müssen wir mal kurz zurück, weil er diese Viecher geworfen hat, sag. Ich hab ne Force Field aus Versehen gebaut. Ja, renn du mal zurück, bitte. Ich nehme mal währenddessen eine Base raus, weil ich bin schneller als du. Ein Warp Prism ist leider gestorben. So, jetzt können wir, glaube ich, noch mal kurz probieren. Probier. Ich will allerdings nicht wirklich erfolgreich werden, wahrscheinlich. Ja, da können wir abreißen. Lass mal drauf. Das sieht nicht gut aus. Nee, das sieht nicht. Du Move-Kommandest auch die ganze Zeit. Nee, ich hab da Attack gemoved. Aber die Carriers sind alle tot. Ich glaube, wenn du Guardian Shield angemacht hättest, hätten wir das gemacht. Guardian Shield! Ja, jetzt ist es ein bisschen spät. Aber es ist deutlich enger gewesen, als ich befürchtet hatte. Ja, aber das ist noch nicht vorbei. Also jetzt habe ich Blut geleckt. Jetzt will ich auch das wieder gewinnen. Obwohl das Lee scheiße ist. Ja, aber da sind noch... Also, die haben keine Hitpoints quasi mehr. Wenn du da einmal drunter blinkst. Geh doch auf die Viecher hier. Drunter blinken. Fokusfeuer und dann haben wir die. Der hat aber seine Dinge gebimselt. Ich kann nicht so ganz mein Geld ausgeben. Und das ist eine harte Untertreibung. Ich muss gucken, wo die Lufteinheiten herkommen. Da will ich hin. Sarok, du Move-Kommandist. Ich weiß! Da will ich aber auch. Das kostet dich alle deine Reinforcements. Fokus bitte den Pfeil hier rechts. Links meine ich dann natürlich. Wo ist der andere rechts? Da gucke ich einmal richtig nach rechts, ne? Das ist nicht richtig. Aber dann habe ich mich versprochen. Da ist einer rausgekommen übrigens. Kannst du einmal drauf fokussen? Diesen Vogel? Ja, sehr gut. Sehr gut, Nergorix. So, was hast du zum letzten Lied? Nee. Gut, ist das Pavarotti? Nee, aber es ist ein Lied, was ich mag und du deshalb wahrscheinlich wieder nicht. Wobei danach kommt noch eins, was ich noch mehr mag und was du auf jeden Fall ablehnen wirst. Das weiß ich ist schon. Ist das Pavarotti? Ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, schon beim nächsten Video vorbei. Hier oben jetzt so voll klicken und jetzt sagst du mir mal tschüss. Dann ist doch Pavarotti!